Ja, meine lieben Leute. Dieses Thema Crazy Slick und dieses Twitch-Drama. Ich nenne es gerade nur Twitch-Drama, die zweite. Es hört nicht auf, die ganzen Anschuldigungen von Streamer zu Streamer. Es ist nicht mehr feierlich gerade. Das schwappt so allmählich auch Stück für Stück in die deutsche Szene rein. Es gibt schon den einen oder anderen, der darüber mal berichtet hat. Kurz. Ich gehöre dazu. Entschuldigung. Ich gehöre dazu. Und das ist auch der letzte Part zu dem ganzen Thema Situation. Ich werde mich da vollkommen nach diesem Part rausziehen und das nicht weiterverfolgen und nicht weiter kommentieren. Es wurde jetzt aufgeklärt, die gute Emmy hat einen Stream abgehalten, wo die ganze Situation weiterhin aufgeklärt wird. Was passiert ist im Hause, was mit Crazy Slick passiert ist. Es sind Bilder wie auch Dokumente doch aufgetaucht, wo er sich doch an einer Streamerin vergangen hat. Miskiff hat den guten Crazy Slick, wie auch schon im letzten Video, geschützt und das alles runtergespielt. Was nicht in Ordnung ist. Die gute Amy ist zwischen die zwei Fronten gelangt, weil sie erstens mit Miskiff befreundet ist und mit Slick war. Sie schämt sich für die Community, sie hat Mitgefühle für die Streamerin, weil ihr sexuell angegangen ist. Amy hat von ihrer selbst von ihrer Vergangenheit erzählt, dass sie, wo sie in Busan waren, in China? Ich weiß es jetzt nicht genau so. Selbst sexuell angegriffen wurde. Und dass sie schämt auf der Plattform, dass so solche Sachen erst dann rauskommen, wenn es seine Zeit ist und nicht vorher und es totgeschwiegen wird. Ich unterstütze ebenfalls dies nicht. Sexuelle Übergriffe sind das Abscheulichste, was je passieren kann. Nicht nur von Mann zu weiblich und umgekehrt gibt es das auch. Aber in diesem Fall ist es wirklich der Mann, der auf was weiblich ging und nur das Sexuelle gesehen hat und wir Männer darunter leiden müssen unter dem Ruf, ja, ihr Männer seid alle so. Ich unterstütze auf keinen Fall sexuelle Übergriffe von Mann zu Frau. Das geht nicht. Das weibliche Geschlecht ist nicht das Schwächere. Wie gesagt, umgekehrt gibt es auch. Aber es wird immer nur von Mann zu Frau thematisiert, was total richtig ist. Das weibliche Geschlecht heute ist nicht mehr das schwächere Geschlecht. Das geht nicht, Jungs. Es geht gar nicht, dass ein Mann eine Frau anfasst, wenn sie es nicht möchte. Ein Nein ist ein Nein. Dies ist akzeptiert und nicht mit seinen P zu denken und sein Hirn nach unten zu verlagern, das geht nicht. Nein, ich verurteile es im Schärfsten und das werde ich weiterhin. Ich komme noch aus einer Generation, bin noch Generation 90, bin 90er geboren, Generation, wo sowas
in der Sinn und in dieser Ausmaße nicht gab. Jetzt sind noch zwei weitere Videos aufgetaucht, wo Bonnie Bookers von einem Mod, da kann ich es nicht zu 100% prüfen, angegriffen wurde, und das ist im Haus von Abby passiert. Er hat sie genauso sexuell angegriffen. Und ich unterstütze beide Frauen. Ich stehe hinter den beiden Frauen. Amy wie auch Bonnie Bruce, denen der Scheiße passiert ist. Wie auch Adrenaline. Ich unterstütze alle drei Personen. Dies kann nicht sein. Dies darf nicht sein. Und die Männer, die es getan haben, sind zu schärfst zu verurteilen. Das Gespräch, also das, was sie erzählt hat, Amy, den Link werde ich verlinken. Dann, ein weiteres Thema, das ist das letzte Thema. Es ist leider ein Gespräch zwischen den größeren Streamern auf Twitch aufgetaucht. Was geheim bleiben, Entschuldigung, ich bin immer noch in der Erholungsphase. Entschuldigung für das Husten. Es ist ein Gespräch aufgetaucht, was 5 Stunden ging von den größeren Streamern. Um diesen Shitstorm abzuwenden, versucht ganz normal zu reden. Es sind Hassereien, es sind Worte gefallen, die nicht schön sind und die Situation nicht entschärft haben, obwohl dieses Gespräch dafür gedacht war. Wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück. Warum ist dieser Shitstorm aufgetreten? Dieser Shitstorm ist nochmal aufgetreten, weil Gambling, unerlaubtes Glücksspiel auf Twitch verboten wird ab dem 18. Oktober. Was richtig ist, vollkommen, stehe ich auch dahinter. Ich bin selbst einer von den kleinen Twitch-Streamern und ich finde es unter aller Sau. Das darf nicht sein und darf nicht sein. Auf der Seite auf Twitch hat Glücksspiele nichts verloren. Unlizenzierte Glücksspieler haben nichts auf dieser Plattform verloren. Nichts, gar nichts, nichts. Es verlockt nur andere Leute. Das darf nicht sein. Dies wurde losgetreten, das Thema Slick. Crazy Slick und der Übergriff an Adriana Lee, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ist nur losgetreten worden, weil sich ein Twitch-Streamer, der dieses Gambling oder dieses Glücksspiel gemacht hat auf Twitch, angegriffen gefühlt hat von Miskev und hat die ganze Scheiße dann geleakt. So ist das ganze Thema so weit ausgeartet. Dann werden Personen reingezogen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, wie gesagt, die gute Amy. Ich bin ja selbst in der Community, in der Community von Bonnie, die ich angesprochen habe. Nein. Einfach nein, Leute. Nein. Was da zurzeit in der US abgeht, ist unter aller unterwürdiger Sau. Und dann nehme ich Bonnie raus, dann nehme ich Adrenaline Lee raus, dann nehme ich Amy raus. Männer, packt euch endlich mal an den Eiern und klärt die Sache wie ganz normale Leute. Dann kann der Schaden so klein wie möglich gering haben. Das ist nur nicht nur ein Schaden an seinen einzelnen Personen, sondern auch an OTK. Einen Schaden. Dies wird weiterhin untersucht. Ich gehe auch nicht mehr auf das Thema weiterhin ein.
Mich stört es nur, dass die das nicht in den Griff bekommen, dass das immer weitergeht, weitergeht und nicht wie normale Leute reden. Die Leute, die es betrifft, die haben den Schaden davon. Abby ist emotional angefressen, kaputt. Die hat einen Freund verloren, von dem sie dachte, mit dem kann ich über alles reden, bla bla bla. Body wurde angegriffen von einem weiteren Begriff. Adrenaline wurde von einem Mann falsch angepackt und angegriffen. Das geht nicht. Wie gesagt, ich unterstütze alle drei. Alle drei Personen, alle drei Frauen. Es ist ein No-Go. Liebe Weibliche, denen dies auch vielleicht passiert ist, sei es auf YouTube, Twitch, redet. Lasst solche Männer nicht machen mit euch, was ihr. Ihr seid nicht das schwächere Geschlecht. Das ist schon längst überholt, meiner Meinung. Das ist meine Meinung. Ich finde dich auch. Ich unterstütze alle drei. Nami, Burgess, Adrian Lee, der es passiert ist. Oder allen drei passiert ist. Die die Erfahrung machen mussten. Ich stehe vollkommen in der allen drei. Egal, ob ich die Person kenne oder nicht. Was geht nicht. Darf nicht sein. Sollte nicht sein. Und das war's. Für mich. Ich schließe dieses Thema jetzt ab. Die Quellen werde ich unten verlinken. Ich hoffe, die Quellen sind dann auch noch verfügbar. Den Stream von Amy werde ich ebenfalls verlinken. Da könnt ihr euch das nochmal von ihrer Sicht anhören, was da passiert ist. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, dass das irgendwann mal ein Ende nimmt. Dass sich auch die Betroffenen, nicht nur jetzt Miskiff, der auch Scheiß am Adampfen hat, Basis Lick, der so oder so noch einen Saft aus dem Maul kriegt, wegen der Sache, sondern direkt den drei Frauen, die betroffen sind. Emru, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Bunny, auch wenn ihr mich nicht verstehen könnt, dafür geht's das Übersetzungstool der YouTube. Dir auch alles Kraft und Liebe und Adrana ebenfalls alles Kraft und Liebe. Dass ihr drei das durchsteht von Amy, die ich sehr lange schon kenne, seit sie angefangen hat zu streamen, dass du das durchstehst, wie in die Fronten gekommen ist. Alles Liebe und Gute an euch drei, dass ihr das durchsteht, auch wenn ihr mich jetzt, wie gesagt, nicht versteht. Danke, dass ihr es euch geöffnet habt, es gesagt habt und allen hoffentlich bewusst gemacht habt, dies ist ein No-Go. Sexuelle Übergriffe von geht nicht, egal in welcher Reihenfolge. Darf dies sein, sollte dies sein. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal.